Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast. Und ja, wir stecken uns immer noch im Schrank und warten, dass der Typ weit genug weg ist, damit wir in die Mitte gehen können und den Strom wieder einschalten. Noch kann ich ihn hören. Mach lieber mal direkt neu. Ah, oh, steht wieder in der Mitte, ey. Verdammt. Ich gehe jetzt nach rechts. Ja, gut, gut, gut. Geh schön darüber. Geh schön darüber, Mäuse. Ich hab doch beide eingeschalten. Mainbreaker. Jetzt hin, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn dieser Mainbreaker? Hier wahrscheinlich. Aber auch hier hin? Noch eine Batterie, ich habe nur noch eine verdammte Batterie. Ja, er kommt auch hier hin, verdammt noch mal. Scheiße, aber da muss ja hier irgendwo dieser Mainbreaker sein, oder? Dann gehe ich mal aus, davon gehe ich mal aus. Okay, hier liegen zwei Batterien, das ist schon mal gut. Wo ist denn dieses Mainbreaker-Ding? Ich finde zwar jetzt eine Menge Batterien, was ganz cool ist, aber... eigentlich was anderes. Okay. Electric Room. Hä? Also muss ich hier rein oder was? Steck mich erstmal. Leise, wir müssen hören, dass der Typ wiederkommt. Wobei, da waren ja auch solche Sperren dazwischen, also solche Schreibtische, die da den Weg versperrt haben. Ich weiß nicht, ob er da drüber klettert. Wir verstecken uns einfach für immer in so einem Schrank. Die scheinen da nicht reinzuschauen. Ist doch eine gute Idee. Ich meine, wir suchen uns hier ein paar Leichen, die wir essen können. Und dann leben wir jetzt die nächsten 20 Jahre, solange wir halt noch leben. Scheiße, naja gut, ich glaube, da komme ich hierher. Ja, meine Batterie nachwechseln. Habe ich gerade einen Schritt gehört? Ich glaube, der ist doch hier drinnen. Okay, der ist doch hier drinnen. Verdammt, da geht ja echt überall hin. Jetzt muss ich wieder mit nach vorn kämpfen, bis ich bei dem Hauptdingens da bin. Verdammt, ey. Ich denke, jetzt ist er weit genug weg. Hier lag noch eine Batterie. Fünf Stück haben wir jetzt schon. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Wo
kommt nicht hierher, oder? Macht er nicht. Ist der hinterher? Ich weiß es nicht. Okay, der springt wirklich über die Dinger. Muss aber leider genau in die Richtung. Fuck! Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Ich schaue jetzt vielleicht im Schrank nach, nachdem er mich gesehen hat. Nee, oder? Ich schaue irgendwo anders nach, aber anscheinend nicht in meinen. Bitte nicht in meinen nachschauen. Glück gehabt. Okay. Ah, verdammt, ich muss vorsichtiger sein. Ich muss davor. Da läuft er aber auch so verdammt langsam nochmal. Was ist denn da los? Vor allem, wie sieht denn der bitte schon im Dunkeln was? Naja, gut, das sind irgendwelche merkwürdigen Menschen, die sehen vielleicht was. Ich muss doch nur wieder hier vor. Okay, er scheint weg zu sein. Nee, da ist er ja, schon wieder. Oh, der braucht aber auch ewig. Bis er mal wieder da vorne ist, ey. Problem ist, da kann dann irgendeine Tür drin sein und ich hab's nicht gesehen. Da kommt er. Er läuft immer hin und her, oder was? Muss man mir natürlich sagen. Dann weiß ich natürlich schon, was ich mache. Ich werde ihn einfach dann beim nächsten Mal verfolgen und mich in dem einen Raum verstecken und warten, bis er an mir vorbeigegangen ist und dann kann ich vor zum Stromdingens gehen. Wir müssen mal kurz warten, aber können wir uns ein bisschen erholen. Strengen Schluck. Der patrouilliert, wobei ich mich gerade frage, ist das ein anderer Typ oder ist das genau der gleiche, der auch uns da im Wasser verfolgt hat? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay. Ich denke, er ist weit genug weg. Okay, okay, diesmal stellen wir uns schlauer an. Kommt der schon wieder her? Geh weg, Typ! Irrer, Mann. Langsam, langsam. Genau so. Langsam. Langsam. Ich glaube, da haben die davon drin. Kann ich mich hier verstecken? Ich muss sehen, dass er vorbeigeht. Damit ich meine Zeit weiß, wann ich wieder rausgehen darf. Okay, okay, okay. Ist noch nah, ist noch nah. Scheiße. Atme nicht so laut.
Ziel. Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Jetzt stellt sich mir die Frage, kommt hier wieder jemand? Leise. Oh, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann mich nicht verstecken. Muss hier durch. Okay. Da ist er. Und hier durch kommt er anscheinend nicht. Ah, ich muss ja auch sowieso wieder hier hoch, oder? Sicherheitsterminal ist ja da oben. Okay, okay. Glück im Unglück. Strom wieder an. Aber wenn ich jetzt hochgehe zum Sicherheitsterminal, dann kann der bekloppte Priester unten doch wieder den Strom ausmachen. Oder der Typ, der da unten rumpatrouilliert. Okay, sieht erstmal alles normal an. Oh, wie hell denn das alles vorkommt, oder? Ach, ist das angenehm. So schön hell. Vor allem, dass selbst die Räume, die eigentlich ja dunkel waren, die kommen ja auch hell vor. Ah, angenehm. Da sitzt auch wieder unser Freund. Hallo. Ich will ehrlich gesagt nicht überstürzen, um wieder in das Terminal zu gehen, weil ich glaube, da wartet dann die nächste böse Überraschung auf uns, weil es kann nicht sein, dass es schon vorbei ist. Okay. Sieht noch alles normal aus. Okay, wir gehen weiter. Langsam und vorsichtig. Langsam und vorsichtig. Ach, da hat die Tür direkt kaputt gemacht. Bietet leider keinen Schutz mehr. Verdammt nochmal. Oh, oh, oh. Nein. Nein, nein, nein. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Dieser scheiß Priester, ich wusste doch, dass er mich nicht gehen lässt, ey. Fuck! Oh nein, jetzt bin ich in so einer Zelle. Aber wenigstens habe ich überall Kreuze, die mich beschützen. Toll, vielen Dank! Und meine Kamera wurde mir gelassen. Naja, ich soll ja die Sachen auch forschen. Aber wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wirklich in so einem behinderten Trakt. Da hatte ich immer keinen Bock drauf, ey. Vergiss nicht, dass Notizen deinem Notizblock und dann hinzugefügt werden, wenn du einen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Mach ich doch. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wörnicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist, aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ach, verdammt. Benny, follow this year. Rest in peace. He did not kill his enemies. Rest in peace. Okay. Und gut, es bleibt ja leider nichts anderes übrig. Oh, verdammt, was ist denn mit denen los? Aber jetzt weiß ich wenigstens, woher die Wunden mit dem vom Kopf kommen. Wie überleben die das denn? Scheiße, ey. Ah, ich will raus. Was ist denn mein Ziel? Ich habe noch kein Ziel. Ah, ich erschrecke ihn, wenn er seinen Kopf dagegen haut. Naja, ich glaube, ich brauche nicht jede Tür ausprobieren. Ich will auch gar nicht wissen, was hinter der Tür ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich will nicht wissen, was da... Okay, hinter den Türen auf mich wartet, deswegen... Versuche ich hier einfach so schnell wie möglich rauszukommen. Scheiß auf die Türen.
Hallo. Na, Hübscher? Du bleibst schön da drin, das ist klar. Ich denke, ich sollte da nicht reingehen. Im Gegenteil, ich mache die Tür zu, das soll mich in Ruhe lassen. Ich glaube, er hat gar keine Augen mehr. Zumindestens. Okay, ein Auge hat er noch. Aber das andere ist kaputt. Wer ist das? Vielleicht Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Aber die unterhalten sich noch ziemlich zivilisiert dafür, dass sie sich gerade Gedanken darüber machen, wie sie mich umbringen. Scheiße, Mann. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Priester gesagt, die sollen mir nichts tun erstmal. Dementsprechend darf ich wohl hier runtergehen, oder? Okay, ich... Was ist da drüben? Ich darf wohl hier runtergehen. Ich hoffe es zumindest. Oder drüben kommt jemand raus und reingerannt, okay. Dank. So was in der Art habe ich ja auch. Wo muss ich denn hin? Okay. Tun mir auf jeden Fall nichts. Schubst mich nur weg. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was ist mit dem los? Hat er ja auch keine Genitalien mehr. Komplett zusammengeflickt, oder? Krass. Nicht zu nah an die Zellentüren rangehen. Fuck, ich komme hier aber nirgendwo lang. Ich muss ja die Zellentüren durchsuchen, wie es aussieht. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Okay. Da soll ich wohl nicht lang. Don't trust them. They'll tell you it's science versus. It's not back no more. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Keep no more space alone. Oh, schön, dass da drin komplett dunkel ist, ey. Gibt's hier irgendwas? Aus. Na gut, dann machen wir mal weiter. Zu. Nichts drin. Oh. Okay, den lassen wir nicht raus, da drin gibt's eh nichts. Geht's denn hier lang? Was muss ich denn machen? Okay, alles klar, vielen Dank. Also hier durch, wie's aussieht. Dann ist wieder komplett dunkel, ey. Da oben auch. Ich seh nix, ich seh nix. Komm doch einfach nur hier weg. Was hat denn der gemacht? Okay, ich gehe mal in die Richtung und lass die da in Ruhe. Das sind ja die blutigen Fußspuren. Ich weiß nicht, ob die mir so einen kleinen Weg vorgeben, könnte ich mir vorstellen. Ja. Mit der an der Kante und ich
festzuhalten. Aber ich würde erstmal gucken, ob ich vielleicht mal irgendwo eine Batterie finde oder so. Sieht aber nicht so aus. Na gut, ich kann auch nicht weitermachen. Ich muss jetzt leider beenden. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Einschlafen und bis morgen. Tschö, tschö, euer Paxis.